Der Schnelltest, meine Damen und Herren, wir führen Sie sicher durch das Zahlengewitter in dieser Woche. Wir fangen an mit dem Pharma- und Chemiezulieferer Sartorius und da konnten sich die Zahlen durchaus sehen lassen. Auf jeden Fall. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr um 16% gestiegen, das EBITDA um 41%, das Ergebnis hier Vorzugsaktie sogar um 62% gestiegen. Die Zahlen haben allesamt die Erwartungen übertroffen. Die EBITDA-Margenprognose für 2020, also die Mittelfristprognose, wurde nochmal um 3 bis 4 Prozentpunkte auf 26 bis 27% angehoben. Die Aktie hat danach einen Freudensprung gemacht, ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen, allerdings auch mit einem KGV von 32, doch wenn man das mal vor dem Hintergrund des Geschäftsfeldes sieht, doch mittlerweile recht teuer. Der Kurs kann durchaus weiterlaufen, allerdings ist die Aktie nichts für konservative Anleger. Dann gucken wir mal weiter, vielleicht ist ja Atos Software was für konservative Anleger, auch hier haben die Zahlen mehr als gepasst. Das stimmt. Man hat jetzt 10 aufeinanderfolgende Jahre mit einer Umsatz- und EBIT-Steigerung aufwarten können. Die Dividende ist von 88 auf 95 Cent jetzt gesteigert worden nach dem letzten Geschäftsjahr. Dann gibt es eine Sonderdividende von 1,85 Euro und damit übersteigt die Ausschüttungssumme sogar den Gewinn, den man im letzten Jahr gemacht hat. Aktie ist auch relativ hoch gewertet mit einem KGV von 29. Für mich eine Halteposition. Okay, der KGV wird zwar ein bisschen kleiner, jetzt schauen wir mal, wie er aussieht bei Nemetschek. Auch hier gute Zahlen, auch hier zu teuer? Auch hier KGV von 32, auch schon recht fürstlich bewertet, allerdings ein sensationell gutes Unternehmen. Der Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr über den Erwartungen, EBITDA ist um 22% gestiegen, Umsatz ebenfalls über der Prognose. 2015 war das erfolgreichste Geschäftsjahr der 56-jährigen Firmenhistorie. Wie gesagt, Aktie hoch bewertet, auch eine Halteposition. Ich würde sicherheitshalber allerdings auch ein Stop-Loss-Limit bei 35 Euro einziehen. Jetzt ein Unternehmen, was aus der Reihe tanzt, da gab es noch keine Zahlen. SolarWorld hat gute Zahlen gebracht, SMA Solar aber noch nicht. Was gibt's hier Neues? Ja, man lässt offenbar die Krise wirklich endgültig hinter sich. Es gab ja schon in den vergangenen Monaten sehr volatile Kursbewegungen mit sehr dynamischen Aufwärtsbewegungen zwischenzeitlich. Und man hat jetzt im vergangenen Geschäftsjahr offenbar die erst im November nochmals erhöhte Prognose übertroffen. 2016 strebt man einen kräftigen Ergebniszuwachs an. Operativ soll sich der Gewinn verdrei- bis vervierfachen. Ich würde mal noch jetzt einen kleineren Rücksetzer abwarten. Unter 45 Euro ist die Aktie aber kaufenswert. Wenn es bei Drägerwerk nur einen kleineren Rücksetzer gegeben hätte, wäre man wahrscheinlich froh gewesen. Aber bei den Zahlen und vor allen Dingen bei der überraschenden Dividendenkürzung ist er, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Ja, da sieht es erstmal schlecht aus. Grottenschlechte Jahreszahlen, Dividendenkürzung, EBIT ist um 2/3 auf nur noch 67 Millionen Euro gefallen. Dividende ist drastisch gekürzt worden, je Stammaktie von 1,33 auf nur noch 13 Cent. Ja, Reaktion der Aktie, 11% an einem Tag verloren. Der Kurs hat sich seit dem Top im April mehr als halbiert, also bis auf weiteres Finger weg. Es ist sehr ruhig geworden um SGL Carbon und wenn man was hört, sind es meistens schlechte Nachrichten. Wie ist die Lage aktuell? Ja, wenn man einen Blick auf den Chart wirft, das ist wirklich ein ganz jämmerliches Bild. SGL Carbon hängt natürlich am Tropf der schwächelnden Stahlindustrie. Auch die Stahlaktien haben ja wirklich einen nachhaltigen Abwärtstrend. Und man hat ja versucht, hier strategische Optionen für das Kerngeschäftsfeld, nämlich die Graphitelektroden, die man ja zur Stahlproduktion bzw. zum Recycling von Stahlschrott braucht, dieses Kerngeschäft abzuspalten oder zu verkaufen. Und das kriegt man einfach nicht über die Bühne, weil vor so einem Hintergrund finden sich natürlich auch keine Interessenten. Zuletzt hat es ein charttechnisches Verkaufssignal nochmal gegeben. Allein am Dienstag hat der Kurs ein Minus von 9% gemacht. Seit November 2011 ist der Kurs um 80% zurückgegangen. Bisher ist noch keine Bodenbildung in Sicht. Vorerst weiterhin meiden die Aktien. Jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was unter dem hohen Ölpreis leidet, ExxonMobil, und der Gewinn hat sich halbiert, ne? Ja, der implodierte Ölpreis, der belastet natürlich massiv. Gewinnrückgang von 58% im vergangenen Quartal. Der Umsatz ist um 1/3 gefallen. Aber wir haben ja gerade schon über Rohöl gesprochen. Mittelfristig wird sich ja das Öl nicht nur stabilisieren, sondern natürlich auch wieder zulegen. Dann werden natürlich die Aktien auch der Ölmultis deutliche Kursgewinne einfahren, möglicherweise sich sogar vervielfachen. Für einen Einstieg auf breiter Front ist es allerdings noch zu früh.
Ehre, wem Ehre gebührt. Letzter Wert für heute, Google oder besser gesagt jetzt Alphabet. Seit neuestem das teuerste Unternehmen der Welt. Man hat Apple vom Thron gestoßen mit sehr guten Zahlen, damit auch ein Muss fürs Depot. Die Q4-Zahlen haben auf jeden Fall selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen, förmlich pulverisiert, muss man fast sagen. Umsatz ist um 18% gestiegen, der Gewinn ist um 5,1% gestiegen. Das klingt jetzt nicht so spektakulär. Allerdings tätigt Google oder beziehungsweise Alphabet ja auch massive Investitionen in Zukunftstechnologien. Da ist die bessere Kennziffer eigentlich der freie Cashflow und der ist um 53% gestiegen. Das ist wirklich sensationell. Generell bleibt die Aktie eigentlich ein Kauf. Nur im derzeitigen Börsenumfeld und natürlich auch wegen der hohen Bewertung der Aktie sollte man erstmal Kurse von unter $700 abwarten. Wenn die Aktie auf dieses Kursniveau fällt, ist der langfristige Aufwärtstrend immer noch intakt und das wäre meines Erachtens ein guter Einstiegszeitpunkt. Dann gehen wir so vor. Dankeschön für die Auskünfte, Herr Kantem. So, meine Damen und Herren, das war der Aktionärsbrief TV für heute an Altweiberfasnacht. Wir sagen Dankeschön, dass Sie reingeschaut haben, wünschen Ihnen jetzt eine jecke Zeit. Aber vergessen Sie nicht, morgen gibt es bei uns noch eine Ausgabe von Licht und Schatten. Und da blicken wir unter anderem auf LVMH und wir gucken auf Drägerwerk, was da sich so alles getan hat.